Ich gehe in den Garten, die Arbeit... So, jetzt hier das Ergebnis. Ich habe leider vergessen, am Anfang aufzunehmen. Und zwar war hier ganz viel, Bäume sind hier zur Nachbarin quasi rüber gemacht. Und hier unten sind wir noch ein bisschen zu schneiden. Und da haben wir hier quasi alles abgeschnitten, ich und mein Sohn. Und das dann in den Häcksler reingemacht. So, und hier auf dem Weg verteile ich quasi dann dieses Zerhäckselte. Und ja, und so ist der Weg. Unkraut habe ich vorher ein bisschen frei gemacht unten und habe das sozusagen mit diesem Rindenmulch, nennt man das jetzt, obwohl es eigentlich nicht nur was Rinden ist, sondern komplett das Holz. Aber es sieht zum einen uriger aus jetzt. Und ja, ich habe eine Verwendung für diesen ganzen Häcksel. Und ja, finde ich cool. Und ab hier geht es dann sozusagen dann irgendwann mal weiter, wenn ich den nächsten Häcksel habe. So, ich habe jetzt gerade meine Tomaten-Hochbeetspflanze hier entsorgt oder bin an Entsorgen und schaut mal hier, was das für eine riesen Wurzel ist. Also das ist richtig massiv holzig. Also das ist Tomate, das ist mega holzig und im Hochbeet ist es übel geworden. Das war eine Tomate und hier guck mal, was hier noch an Mengen von Tomaten ich nicht geerntet habe. Das ist so übel, was diese Birnentomate dieses Jahr hier im Hochbeet, also Hochbeet rockt so dermaßen an Tomaten und schade, dass ich nicht komplett geerntet habe, aber echt mega, mega fucking rocking Tomate hier und richtig holzig, also das ist bestimmt 4 cm Durchmesser, das Ding hier. Das ist mega und richtig verholzt und das ist eine Tomate, also extrem krass. Extrem krass. Ich räume mich jetzt gerade hier das Hochbeet auf, weil ich vom Komposter sozusagen jetzt Hochbeet wieder aufstocken möchte. So, ich weiß gar nicht, ob man es richtig erkennt, weil es langsam dunkel wird. Hier steht die Schubkarre und jetzt tue ich meine Komposter ausmachen. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so gut zu erkennen. Auf jeden Fall, ja, es ist erstmal schön ein bisschen eingesackt und es kommt jetzt diese Muttererde raus. Der Komposter hier ist noch voll und bei dem ist oben noch ganz schön viel frisches Zeug drauf. Aber die anderen Beeten, also das ist bestimmt die Hälfte bis zwei Drittel richtig schön Kompost. Und da habe ich hier wieder richtig schön, ja, Komposter. Und genau das tue ich jetzt dann ins Hochbeet reinmachen. So, und hier tue ich das sozusagen drauf machen. Hier mache ich wieder bis hoch und da werde ich den ganzen Kompost los. Und ich habe hier noch ein paar Erdnüsse, die waren im Kompost mit drin. Und ja, aber ich denke mal, aus den Erdnüssen wird schon keine neue Erdnuss wachsen. Und wenn doch, dann habe ich halt Erdnüsse drauf geschissen. Auf jeden Fall, mach das so langsam. So langsam komme ich so ein bisschen in den. Flow, dass das alles mit dem Kompost, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, wann ist der fertig und das alles verarbeite in meinem Garten, so Richtung Permakultur, dass das wirklich dann, ja, dass ich auch ein Gefühl dafür entwickle. Das ist keine Sache von einem Jahr und dann weiß der alles, sondern da muss man wirklich auch ein bisschen, einfach wirklich ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich bin dabei und also langsam komme ich so rein, wie alles funktioniert, so mit Garten und so. Freue mich definitiv und ja, bin jetzt auch hier wirklich spät am Abend noch draußen und macht einfach immer noch richtig Gaudi. So ist es. Hier ist noch eine unfreiwillige Kartoffel an, und zwar mit dem Hochbeet. Es sind aus den Kartoffelschalen tatsächlich zwei Kartoffeln und ungefähr nach 6 bis 7 so Mini-Kartoffeln, aber die habe ich gleich drin gelassen, geworden. Und ja, im Hochbeet, also einfach nochmal Nachschlag an Kartoffeln, 2 Stück. So, heute habe ich die Wasseruhr ausgemacht, weil wenn es dann gefriert, das Wasser, und wenn die in Minusgrade sind, dann könnte die Wasseruhr kaputt gehen. Von daher heute Wasseruhr rausgemacht. Ja, und ich wurde heute darauf hingewiesen von einem aufmerksamen Nachbarn, dass das Laub von meinen Bäumen auf die Straße gefallen ist und ja, dass es ja meine Bäume sind und deshalb ich dieses Laub dann bitte zu entfernen hätte. Und genau das werde ich heute machen und ich bin so dankbar, dass wir so aufmerksame Nachbarn hier in Deutschland haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so genau sieht, aber da drin ist seit Sommer ein Wespennest und ich, jedes Mal, wenn ich in den Garten komme, hoffe ich, ich will es bloß nicht näher rangehen mit der Kamera, weil es eine Weitwinkelkamera ist, da müsste ich sehr nah rangehen. Und, aber man sieht es, glaube ich, also fliegen ständig raus und rein und ja, aber jetzt wäre ich auch angeflogen, jetzt muss ich ein bisschen weggehen. Na, auf jeden Fall, ist ein Wespennest und ich hoffe eigentlich nun inständig, dass irgendwann mal diese Wespen dann irgendwann mal weg sind, weil das Wespennest ist halt nicht so prickelnd. Also hat mich jetzt nicht so massiv gestört, aber es ist schon so, dass ich dass halt Wespennest nicht so cool ist. Und entsprechend würde ich das Hochbeet quasi dort auflösen, was dort hinten ist. No, aber ich kann es nicht auflösen. Jedes Mal, wenn ich hinterkomme, sind die Wespen noch da. Ich hoffe, dass die im Winter dann irgendwann mal einen Abflug machen.
Also das ist ja auch echt gut besucht. Also wie gesagt, man sieht es jetzt hier nicht, das ist mir relativ klar, wegen der Weitwinkelkamera, aber das ist, ja, fliegt jede Sekunde eins raus und eine rein. Also das ist noch, ja, ich kann hoffen, dass es richtig harter Winter wird und dass die sich dann irgendwo verkriechen und ja, dass ich dann das wegmachen kann, weil das nervt. So, von den neuen Pflanzen, die ich gepflanzt habe, gesät habe, ist ja dieses rausgekommen. Das ist, glaube ich, der Japanese Green Boy. Das ist so ein Blattsalat. Schmeckt halt lecker, aber noch umwerfen. Aber was toll ist, der wächst halt auch, wenn es halt im Winter ist. Hier in der Mitte, da sind auch drei gekommen und hier sind wahrscheinlich zwei gekommen. Und ja, aber das heißt auch im Winter ist Wachstum, muss bloß die entsprechenden Pflanzen reinhauen. Ja, ansonsten, hier sind ja die roten Beeten, die gemixten Beeten. Da ist halt auch, ja, diese rote Beete wächst halt auch immer relativ. Bloß wenn es zu kalt wird, ist dann hier auch nichts mehr, auch klar.